Herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir stellen euch noch mal ein paar Sachen zum Tischtennis vor, weil wir haben das Ganze ja schon ausprobiert. Schaut auf jeden Fall auch da in das Video rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da versuche ich mich mal als Anfänger quasi einfach daran, wie ist so eine erste Stunde. Man sieht ein komplettes Training bei den Jungs. Und das sind jetzt die Trainer, die da mitmachen. Da würde ich euch mal bitten, noch mal euch einmal groß vorzustellen. Wer seid ihr? Was sind so eure größten Erfolge? Was macht ihr beruflich? Alles einfach über euch. Also ich bin der Fabian. Ja, hab's im ersten Video schon gesagt, ich spiele seit ich 12 bin Tischtennis, werde jetzt 29. 17. Ja. 17 Jahre. Kommt hin, 17 Jahre, richtig, war schon ganz schön lange. Kommt einem gar nicht so lang vor, ehrlich gesagt. Ja, hab hier, wo ich jetzt mit dem Julian Jugendtraining mache, auch schon gespielt in dem Verein, spiele jetzt allerdings in Bochum, in Post-Hiltrop und wir sind jetzt, letzte Saison sind wir aufgestiegen. Aus der Verbandsliga in die NRW-Liga, das ist die zweithöchste Spielklasse in Nordrhein-Westfalen. Darüber kommt dann noch die Oberliga NRW. Größter Erfolg, würde ich sagen, ist auf jeden Fall jetzt mit der Mannschaft der Aufstieg gewesen. Also das war schon ein schönes Erlebnis. Mhm. Und ja, so Einzelturniere oder so, da bin ich eigentlich nie so erfolgreich. Erdner-Stadtmeister hier in der Stadt bin ich geworden dieses Jahr. Ich bin Julian, bin 19 Jahre alt, studiere in Gelsenkirchen Journalismus und PR. Ja. Ich spiele jetzt seit 10 Jahren, 11 Jahren Tischtennis, habe mit 8 Jahren angefangen, bin 19 Jahre alt. Meine größten Erfolge, naja, ich war mal beim Schüler-Bundeschampionat im Tischtennis vom DJK. Ansonsten bin ich mal Kreismeister geworden in meiner Spielklasse bei den Herren C. Ja, jetzt momentan spiele ich Bezirksliga bei mir im Verein hier in Herten, wo ich das Jugendtraining auch mit dem Fabi mache. Mhm. Ja, das mache ich seit knapp 3 Jahren. Mhm. Und das wär's. Okay, gut. Jetzt erstmal ganz grob, dass wir über Tischtennis reden. Da gibt es jetzt natürlich auch viele Leute, die einschalten, die natürlich überhaupt nichts mit dem ganzen Sport zu tun haben. Deswegen als Einleitungsfrage erstmal, glaube ich, grundsätzlich wäre es ganz interessant, was macht überhaupt an dem Sport Spaß, könnt ihr sagen? Warum seid ihr jetzt hier drin? Ich habe jetzt vorhin, haben wir uns kurz drüber unterhalten, habt ihr gesagt, das ist auch teilweise so eine Generationssache, dass viele Väter oder so zum Beispiel Tischtennis spielen und dann die Kinder auch da reinkommen. Ja, also für mich, ich bin gar nicht über meine, also irgendwo schon über meine Eltern zum Tischtennis gekommen, aber eigentlich war das so ein Ding im Urlaub. Wir waren irgendwie damals in Italien, war ich kleine Kröte noch und da war irgendwie in dem Hotel war eine Tischtennisplatte und da hat einer, ein Vereinsspieler, Tischtennis da gespielt und ich fand, das sah eigentlich ganz schön aus, wie der gespielt hat und dann habe ich gegen den gespielt und der meinte halt, ich sei nicht so untalentiert, ob ich denn irgendeinen Sport machen würde und ich habe halt damals keinen Sport gemacht und habe dann mit dem gezockt, der hat mir ein bisschen was gezeigt und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also es ist natürlich schön, der Sport ist sehr komplex im Grunde, man muss auf viel gleichzeitig achten, das macht ihn am Anfang sehr schwer zu erlernen, aber wenn man es dann einmal so halbwegs drauf hat, dann macht das Spielen auch wirklich Spaß. Was für mich damals noch wichtig war, kein Mannschaftssport, sondern man misst sich eigentlich primär mit sich selbst, was du ja auch beim Spielen gesagt, du scheiterst erstmal vorwiegend an dir, bevor du überhaupt am Gegner scheiterst. Ja, wenn der Ball gar nicht erst drüben ankommt, klar. Ne, das ist auch, jetzt du als Anfänger sagst das, aber das ist auch noch bei uns so. Also es ist, ist so ein 50-50-Ding. Meistens stehst du ja in deiner Liga Leuten gegenüber, die nicht signifikant stärker oder schlechter sind als du. Und dann kommt es wirklich darauf an, setzt du deine Taktik, setzt du dein Spiel vernünftig um. Und das Schöne ist halt, du kannst super talentiert sein und es kann trotzdem nichts aus dir werden. Du kannst nicht talentiert sein bei dem Sport und du kannst richtig gut werden. Es ist halt so ein Fleischsport. Ja, schön erklärt auf jeden Fall. Bei mir, muss ich sagen, war das früher natürlich, klar, man hat immer mal Tischtennis gespielt, teilweise, wie ihr jetzt schon erwähnt habt, in der Schule eben, weil da oft Tischtennisplatten sind. Bei mir halt größtenteils auch irgendwie in den Ferien oder im Urlaub oder so, da hatte man fast immer irgendwie gefühlt in der Nähe direkt eine Tischtennisplatte. Wir haben das auch oft so mit dem Verein gemacht, dass wir in irgendwelche Sportzentren gefahren sind. Und da gab es gefühlt von allem irgendwie ein Feld und trotzdem lief es bei uns zumindest immer darauf hinaus, dass wir irgendwie Tischtennis spielen gegangen sind. Da war das aber trotzdem immer mehr so ein, man spielt das halt irgendwie ein bisschen und das ist natürlich auch überhaupt nicht vergleichbar, allein von den Schlägen her. Jetzt habe ich aber auch schon gemerkt, zu dem Training gehört noch sehr viel mehr dazu, als bloß einfach dieses Hin- und Herspielen. Gerade für die Leute, die jetzt eventuell noch nicht das andere gesehen haben, was gehört in so ein klassisches Training auch rein oder vielleicht auch die reingeguckt haben,
haben wir noch irgendwas ausgelassen? Also was ist so noch so die Kernessenz von Tischtennis, wenn man es als Leistungssport spielen möchte oder generell einfach in einem Verein? Was wir jetzt dir vor allem heute gezeigt haben, das war jetzt so ziemlich das Schnellprogramm für jedes kleine Kind, das hier jetzt zum Beispiel herkommen würde und den Sport neu erlernen möchte. Da machen wir vorher vielleicht dann noch ein paar Ballgewöhnungsübungen, weil die vielleicht noch nie Sport gemacht haben, dass die ein bisschen Differenzierungsfähigkeit lernen. Wir lassen die Bälle in den Korb werfen oder irgendwo rein. Was man gar nicht so mitbekommt, was man erst mitbekommt, wenn man den Sport wirklich längere Zeit betreibt und dann auch wirklich im Verein ist und sich dann auch mit Besseren misst, ist, wie viel Rotation ich auf diese kleine weiße Kugel geben kann. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie weit ihr das heute gemacht habt mit Aufschlagtraining. Also ich habe es mitbekommen auf jeden Fall. Aber schon bei Aufschlägen kann ein mittelmäßiger Tischtennisspieler, sage ich jetzt mal, wie Julian oder ich, können aus einer Aufschlagbewegung, wo wir den Schläger relativ gleich am Anfang führen, viele verschiedene Schnittvariationen spielen, sodass der Ball einmal wirklich vor dir, wenn du nur hinhältst, auf den Tisch fällt oder nach oben wegspringt, zur Seite wegspringt. Und das sind dann halt so die Feinheiten, die lernt man mit der Zeit, ne? Da legen wir dann halt auch viel Wert drauf. Gut, jetzt noch eine Sache, die mich vor allem interessiert, bei den meisten Sportarten, wie steht Deutschland generell zu Tischtennis? Gibt es jetzt Länder, wo man sagt, ey, die sind die totalen Tischtennis-Profis, da ist das Nationalsport und irgendwie sowas? Oder ist Deutschland jetzt schon echt eine führende Nation, was auch? Deutschland gehört sicherlich zu den besten Nationen der Welt. Okay. Deutschland stellt im Moment, meine ich, den vierten und den sechstbesten Spieler der Welt in der Weltrangliste. Aber ganz klar auf Nummer 1 ist da China. Mhm. Die Chinesen, da ist das ungefähr wie Fußball hier. Das ist der Volkssport Nummer 1. Noch krasser. Ja, da wird jeder einmal an den Tisch gesetzt. Deutschland ist momentan in der Weltrangliste die Nummer 2 hinter China. Echt? Okay. Also liegt aber vor allen Dingen an den Erfolgen von Timo Boll, der jetzt auch schon weit über 30 ist. Also die Kluft zwischen China und den anderen Nationen wird gefühlt immer größer, wobei ich das Gefühl habe, dass die Japaner momentan auf einem ganz guten Weg sind und vielleicht in absehbarer Zeit zumindest einigermaßen Paroli bieten können. Aber gerade hier in Deutschland ist, glaube ich, die Förderung für Tischtennis bei Weitem nicht so weit. Vielleicht jetzt nicht nur Kinder, sondern auch genau, wenn das Gegenteil quasi abdriftend, wie sieht das jetzt mit älteren Menschen aus? Gibt es da jetzt noch viele Leute, die aktiv Tischtennis betreiben? Beziehungsweise vielleicht auch ganz interessant, wenn jetzt da jemand zuguckt, der noch gar nichts damit zu tun hat, der kann ich jetzt auch noch im hohen Alter später einsteigen? Geht das? Im Normalfall gibt es in jedem Verein irgendwie so Hobbyspieler oder so, wo du auch schnell einen Anschluss findest. Und gerade das ist das Schöne beim Tischtennis, klar, man kann es nicht mehr auf dem Niveau tun, aber gerade für Ältere ist Tischtennis ein Sport, den die noch lange betreiben können. Also wir haben in Bochum einen rumlaufen, ich glaube, der ist jetzt irgendwie 85. Er spielt noch Tischtennis, will immer mit dir trainieren. Ja, macht auch schön. Dir dann nicht so viel Spaß, aber ihm umso mehr. Deswegen macht man es halt. Ne? Der größte Teil der deutschen Spieler sind einfach die im breiten Sport oder im älteren Sport sind. Auch die noch auf deinem Niveau spielen. Da gibt es ja auch welche, die schon ein bisschen betagter sind. Die können auch noch ein bisschen mit ihrer Erfahrung mitmachen oder die haben früher einfach hochgespielt. Und es gibt einfach wirklich viele davon. Und das ist auch so ein Grund, warum es immer weniger Spieler werden. Hört sich hart an, aber die sterben weg. Und da kommt einfach nichts mehr nach. Also alte Spieler gibt es im Grunde genug beim Tischtennis. Ja, stimmt, ich habe letzte Saison noch gegen einen über 70-Jährigen verloren, der früher Bundesliga gespielt hat. Ja, auf jeden Fall ein schöner Faktor von dir her. Ja, das ist ja auch das Schöne. Ne? Du trittst so als 20-Jähriger, trittst du gegen 50, 60-Jährige an und die sind halt trotzdem irgendwo dann auf deinem Niveau, ne? Wenn die bei dir in der Liga rumtouren. Und genauso ist es auch umgekehrt. Ich habe auch schon, also bei mir in der Mannschaft spielt zum Beispiel einer, der ist gerade 15 geworden. Der gehört zu den besten Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Damit auch eigentlich in Deutschland in seiner Altersklasse. Und das ist halt das Schöne, ne? Das geht durch alle Altersklassen. Kann jeder irgendwie eigentlich spielen. Wir haben jetzt gerade noch eben kurz erwähnt hier von wegen Aussterben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter gut, aber ich hatte jetzt zumindest auch einen Kumpel, der aktiv Tischtennis gespielt hat und da hatte ich ja irgendwie einmal mitgekriegt, dass er irgendwie, glaube ich, sich einen Leistenbruch geholt hat, weil er in die Tischtennisplatte reingerannt ist oder irgendwie sowas. Ich kann es nicht mehr genau zusammensitzen. Gibt es sowas häufiger? Also kann man sagen, jetzt beim Tischtennis rennt man oft in die Platte rein oder? Bei uns in der Trainingsgruppe
hat sich einer mal verletzt, weil er über eine Bank gestolpert ist. Aber das hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Das hatte nichts mit Tischtennis zu tun, das war eine Koordinationsübung und der war nicht der koordinierteste. Ja. Ist über die Bank gefallen, musste mit einer leichten Gehirnerschütterung abtransportiert werden, aber das war die einzige Verletzung, die wir jetzt in, oder die ich in 6 Jahren als Trainer jetzt mitbekommen habe. Klar, irgendwie, wenn ich vor den Tisch schauen und Finger ein bisschen dick oder so, das kann schon passieren. Aber im Normalfall, je besser du bist, desto weniger passiert dir, dass du vor den Tisch rennst. Ich würde sagen, dass Tischtennis allgemeine Sportart ist mit niedrigem Verletzungsrisiko. Es rennt keiner auf dich zu, der dich umgrätscht oder sonst irgendwas. Normalerweise. Es kann natürlich passieren, wenn du über Jahre eine falsche Technik gelernt hast und sehr weite Bewegungen machst oder sowas, dass du langfristig Probleme mit der Schulter bekommst, auch wie beim Tennisarm oder Probleme mit dem Rücken oder so. Jetzt ist natürlich, also für mich ist das immer sehr sichtbar einfach, dass jetzt gerade die Jugend einfach von den motorischen Fähigkeiten irgendwie immer gefühlt mehr abnimmt. Also es gibt teilweise schon Kinder, die können nicht richtig rückwärts laufen oder einfache Dinge einfach nicht mehr machen. Klar, auch durch die Technik, die heutzutage einfach noch dazugekommen ist und dass man nicht mehr so viel draußen ist. Jetzt ist es natürlich für mich, gut, ich fange jetzt vielleicht in einem anderen Alter an, aber extrem frustrierend, wenn ich jetzt schon merke, dass gefühlt nur jeder dritte Ball überhaupt einmal auf die andere Platte kommt. Wie ist das jetzt bei den Kindern? Kann man jetzt schon sagen, dass das mehr oder weniger dadurch bedingt irgendwie ein aussterbender Sport ist? Kommen noch mehr Leute dazu und bleiben die auch vor allem, wenn die jetzt diese erste Frustration abkriegen? Das, was du jetzt sagst, also klar, das merken wir auch, dass Kinder motorisch nicht mehr so talentiert, wie nennt man das? Nicht mehr so fit einfach. Ja, einfach nicht mehr so fit sind, das merken wir auch. Aber ich glaube, viel wichtiger ist einfach, was mir so auffällt, ist, also ich habe es ja gerade schon erzählt, ich bin früher halt mit 6, 7 anderen Kollegen, haben wir diesen Verein gestürmt. Also ein paar davon waren schon da und die haben immer Leute nachgeholt aus der Schule. Und das ist so heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Ja, also die kommen dann einzeln rein oder zu zweit rein, aber zumindest hier in Herten hast du das nicht mehr, dass dir plötzlich 7 kleine Knirpse vor dir stehen und sagen, sie wollen jetzt mal Tischtennis ausprobieren, sondern es sind dann immer nur Einzelpersonen, die dann mit den Eltern kommen. Und da musst du dann halt wirklich, wirklich ackern, dass die auch beim Sport bleiben. Ne? Du hast viel Konkurrenz, gerade durch Fußball auch, was natürlich an Popularität momentan alles in Deutschland in den Schatten stellt. Ja, du hast auch schon Judo gemacht hier. Genau, das war genau auch hier in der Halle, ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen. Genau. Ja. Und die sind halt auch direkt nebenan. Ne? Und manchmal verirrt sich dann ein Judo-Kind auch zu uns und spielt mal mit und 1, 2 sind da geblieben schon, 2, 3 sind dann aber auch wieder zum Judo zurück. Ne? Hat natürlich Vorteile, hat aber auch Nachteile, klar. Also der Deutsche Tischtennisbund hatte im Jahr 2002 noch 690.000 Mitglieder rund und jetzt heute sind das noch knapp 590.000. Also es ist wirklich schon eine Menge auf um Siebtel zurückgegangen. In ganz Deutschland. Ja, das ist schon einiges. Noch hier zu euch, einfach zum Verein. Wo findet man euch? Wir sind hier auf der, glaube ich, Fritz-Erler-Straße 1-3 in Herten. Okay. Das ist die Klaus-Bechtel-Halle. Ja. Wir haben Trainingszeiten für Jugendliche montags, dienstags und freitags von 17 bis 19 Uhr. Ihr könnt gerne kommen. Wir freuen uns. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Sportart. Wie gesagt, allein dieses Messen mit sich selber hat mir vor allem was heißt Spaß, aber es hat auch auf jeden Fall Ehrgeiz gegeben, das besser hinzubekommen. Ich glaube auch, dass die Mischung. Also man hat nicht an jedem Spiel Spaß beim Tischtennis, davon muss man sich echt verabschieden. Aber der Ehrgeiz ist dann eine Sache, die dich immer dabei bleiben lässt, würde ich sagen. Gut, gibt es sonst noch irgendwas von euch, was ihr jetzt unbedingt noch irgendwie loswerden müsst? Oder? Ja, macht Sport, Leute. Ne? Alle, die sich das hier angucken, macht Sport, egal welchen. Geht von dem Computer weg. Jetzt. Bewegt euch. Raus. Ne? Schaltet ab nach dem Video. Jetzt sofort ausverkauft. Ja, das letzte Katzenvideo noch gucken. Ja. Zur Not, falls ihr noch nicht gesehen habt, eben wie wir das Ganze ausprobieren, dann schaut einfach, wie gesagt, einfach in das andere Video rein. Da könnt ihr dann noch sehen, wie das Ganze aussieht, falls ihr euch echt noch Sorgen macht, wie das Training ausfallen könnte. Ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Einblick davon, was man so machen kann beim Tischtennis. Und vielleicht unterhält es euch ja auch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Euch sieht man ja vielleicht auch nochmal irgendwann auf dem Kanal wieder. Und ich sag mal, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Ja, danke, dass du da warst. Ja.